Ein herzliches Willkommen zum Suebemar Teil 2. Das letzte Mal sind wir ja oben auf diese Anhöhe gegangen des Berges und haben dort eine, wie ich meine, sich deutlich abzeichnende alte Anlage begutachtet. Hier. Und heute gehen wir auf die rechte Seite, denn dort war genauso etwas. Und das wollen wir also heute beleuchten. Und hier vorne im Vordergrund, das, was man da mal ausgegraben hat, auf diesem Felde, ist natürlich sozusagen nur der vordere kleine, wie könnte man sagen, das Foyer gewesen von dem, was hier einst an dem Wasser war. Die großen Sachen lagen dort oben. Ja, hier seht ihr auf diesem Bild, was ich euch gerade zeige, sozusagen mal den Aufgang in die Richtung. Dort ist also, wie ich euch mal aufzeigen will, etwas zu sehen. Und zwar seht ihr im Hintergrund ein Feld, das regelmäßig beackert wird. Dieses Feld liegt auf gleicher Höhe. Müsst ihr mal genau gucken. Dazwischen ist also sozusagen nur dieser kleine Ablaufgraben des Wassers angelegt. Und ihr seht hier diese massive Sandsteinstraße, die da hochführt. Und ihr seht im Hintergrund auf gleicher Höhe daneben liegend ein Feld, das regelmäßig mit Traktoren befahren wird, mit Pflügen und beackert wird. Auf diesem Feld findet man keinen Sandstein. Also entweder ist dieser ganze Sandstein rausgerissen worden und entfernt worden, oder es ist eben eine massive gepflasterte Straße, die da hinaufführt. Solche Sachen möchte ich nur einmal aufführen, um zu zeigen, was ist das, was ich euch hier zeigen will und welche Argumente habe ich dafür. Weil jetzt kann man natürlich zweideutig betrachten, ist das Feld daneben geräumt worden von diesem massiven Sandstein, wie ihr ihn hier drauf seht, oder ist diese Straße angelegt worden? Weitere Bilder kommen natürlich jetzt im weiteren Verlauf unserer Anschauung hier. Ja, wir haben ja noch weitere Aufnahmen, wo man diesen Stein, das ist jetzt die gleiche Perspektive von unten hinauf, also in die andere Richtung, den Berg hinauf, sozusagen auch in dieser Art, ja, könnte man fast sagen, ja. Links etwas aufgeschüttet, ne? Und hier sehen wir mal meinen Fuß neben den Steinen, die man da so freikratzen kann unter der Erde. Da kann man natürlich genauer schauen, inwiefern da Platten und Steine sozusagen vorhanden sind. Man sieht aber schon doch eindeutig, dass da gepflasterte Sachen sind. Und dieser Weg führt halt so, wie er ist, dort oben in den Wald hinein. Zum ersten Video, wo der Weg dann plötzlich im Wald endet, auf Höhe der großen Wiese und Anlage, die dort war. Und rechts und links sind halt wieder Felder, die in dem Fall jetzt aber nicht beackert werden, die werden nur geschnitten. Das ist jetzt die Frage, ist da Stein drunter oder ist da nicht Stein drunter? Ein Stück weiter unten wird auf jeden Fall noch geackert, aber volles Rohr, das heißt mit Pflug und allem gearbeitet. Das heißt, dieser Pflug, so wie hier, jetzt wieder auf dem Weg, der hier lang führt, entlang in Richtung Anlage 2, seht ihr schon diesen gepflasterten Teil wieder. Der ist dann teilweise auch mal aufgeschüttet mit moderneren Splitsachen, die man da sozusagen so verwendet. Und diese Wege führen sich dort durch die Wälder, gerade in Anlage 2, wo wir jetzt hingehen, eben halt, werdet ihr die immer wieder finden. Teilweise auch mit anderen, moderneren Waldwegensystemen, die da drüber gelegt wurden, wo sie immer diesen Granitsplit benutzen. Ja, aber hier ist das doch schon sehr schön zu erkennen, was da eigentlich drunter liegt. Und ja, das wollte ich euch zeigen. So, wir gehen jetzt hier in Richtung Anlage 2 und hier sehen wir schon, was ist denn eigentlich hier los? Wir haben hier ein Gelände, das eigentlich von Graben, Wall, Graben und ja, natürlichen Erhöhungen geprägt ist. Mit Grabenwall meine ich vor allem das Stück, was runtergeht, Wall, Graben, Wall. Das ist ganz typisch für unsere Ahnen und ich schaue mir das mit euch mal. Ja, wer ruft denn da mal vom Nahen an? Ja, das ist das, was ich meine, wo wir hier gerade sind. Das ist diese typische Form von alten Anlagen. Man kann sich mal angucken, welchen Sinn hätte es ergeben, das in der moderneren Zeit so anzulegen. Hier kommt also dieses Feld runter, läuft hier sozusagen auf diese Spitze an, eine Höhlung, das Auslaufen nach oben führen und die ganze Anlage natürlich
auf der ganzen Länge hier, bis dort oben in die Spitze so. So angelegt. Zur Erinnerung, in Teil 1 waren wir hinter diesem anderen Bergrücken, weil ja hier dieser ganze so Ewemarberg sehr groß war. Wir gehen jetzt sozusagen auf die nördlichste Spitze zu, wo eigentlich meiner Meinung nach auch so die Hauptanlage gewesen sein müsste. Also genau habe ich mir das noch nicht angeguckt. Deshalb sind wir heute so premierenmäßig unterwegs. Schauen, was wir finden. Ja, wir sind jetzt hier oben auf dem Plateau, sind also etwas durch den Wald gegangen. Man sieht noch die Stromkabel, von dort sind wir gekommen durch den Wald, haben schon da unten etwas geguckt. Und genau gespiegelt wieder auf der anderen Seite haben wir also hier in, wie ich sage, Anlage Nummer 2, auch diese Wiese. Und ich will euch mal fragen, ob ihr das für Zufall haltet, dass diese Wiese dort unten durch solche Wälle abgegrenzt ist. Wenn man sich den Wald dort unten noch etwas genauer anschaut. Und dort unten ist die Kante natürlich eindeutig. Nach hier oben ist sie natürlich schon schlechter zu erkennen. Aber man kann hier natürlich Tage damit verbringen, das genau abzumessen, anzuschauen. Dort oben wieder die höchste Anhöhe, da werden wir auch gleich noch hochgehen. Und hier hinter geht es gleich runter. Und da war dann sozusagen auch nichts mehr außer Richtung Norden. Die flache, offene, weite Landschaft. Wir sind hier also wieder noch auf der wettergeschützten Seite. Dort hinter sieht das natürlich anders aus. Bin gespannt, was uns da gleich erwartet, wenn wir da drüber gehen und den Blick erhaschen. Aber das ist sinnbildlich, wie das hier sozusagen verläuft. Und das ist auch gar nicht so klein da unten, der Wall, der dort so aufgeschoben ist. Gehen wir mal hin. So, ihr seht wieder, von wo ich da gekommen bin. Dieser Wall hier ist jetzt nicht so imposant, wie er von oben aussah, wenn man hier drauf steht. Aber man sieht doch schon deutlich, was das ungefähr ist. Dort unten läuft man dann wieder auf einen Terrassenring und dann geht es weiter runter ins Tal, auch wieder sehr steil. Wenn man da vom Weiten Bilder sieht, ist das sehr imposant. Also wir haben hier dieses komplett ablaufende Gelände wie hier. Wir werden jetzt gleich mal diesen Kamm hier folgen, diesen Wall. Und ja, also das sind für mich einfach sehr schöne Dinge, die sich hier zeigen. Weil man muss gar nicht erklären, warum hier jetzt vielleicht nicht die großen Steine liegen oder irgendetwas. Unsere Ahnen haben ja oftmals auch gar nicht unbedingt mit solchen. Hier nach rechts läuft es jetzt übrigens auch sehr schön steil ab. Also man sieht das hier, wie es von da sozusagen befestigt gewesen sein kann und läuft jetzt hier runter, auch wieder sehr steil dort runter. Wir gehen auf diesen Kamm hier. Ich bin also hier auch gerade das erste Mal und schaue mir das so an, was hier passiert. Mich hat das früher ja nie interessiert, obwohl ich hier halt, wie gesagt, ja, wohne, könnte man sagen, gewohnt habe, aufgewachsen bin. Jetzt sind hier diese Krater, die findet ihr zum Beispiel ja auch sehr oft, wo alte Burgen waren, alte diese Keller von Häusern, Vorratskeller. Da müsst ihr zum Beispiel mal auf der Harzburg oder irgendwo hingehen, wo die Vorburgen waren oder so. Da sind überall diese Krater und da hat man dann archäologisch drin gegraben und die verdrecken dann ja auch mit der Zeit. Eben weil ja, das ja nachrutscht und alles. Also, ja. Oh, Rehwild. Hi. Ah, ganz erschreckt, obwohl ich so laut geredet habe, haben die hier ja. Hier sieht man halt auch diese Ausmaße dieses Berges, wie er hinabläuft. Hier ist natürlich, ja, diese auslaufende Kante hier, die nach hier unten abläuft. So wie gleich nach da drüben, wie wir sehen werden. Hier ist wieder sowas Eingesunkenes, da oben sieht man halt mehr die Mulden. Das sind halt so typische Mulden, wie sie da waren, wo auch mal Gebäudekeller waren. Wenn man das jetzt also nicht absichtlich zuschüttet, dann sieht das oft aus auf alten Burgen wie so, ja, wie so Einschlagskrater. Ich habe auch mal gedacht, zum Beispiel bei der Harleyburg, oh, jetzt sehen wir halt dieses massive Horn hier eigentlich hier vorne und da vorne ist auch wieder so eine Mulde, wie es dort hinabläuft. Also es ist einfach sehr spannend. Gerade dieser Teil ist halt eigentlich, man könnte sagen,
Hier ist also wieder massiver Stein runter, wie man hier halt auch sieht. Ja. Ja, interessant. Bin auch zum ersten Mal hier. Das kann man natürlich immer doppeldeutig sehen, so. So, ich habe jetzt nur mal die Ansage gekriegt, hier von dieser Kante aus hier runter zu gehen. Machen wir doch glatt. Schauen, was hier passiert. So. Ja. Tolles Gelände. Jawohl. Mal hier rübersteigen. Ja, bis nach unten gehen. Ja. Da ist schon was los hier. Oben ist also dieser relativ flache Grund mit der offenen Wiese. Und zu solchen Anlagen ist natürlich immer zu sagen, die sahen meistens nicht zu allen Seiten so aus. Egal welche Burgen ihr begeht, es gab immer mal eine flache Seite, die dann in den meisten Geografien einfach stärker mit anderen Dingen befestigt wurde. Mein Fazit für die ganze Sache, die wir hier leben. Oh, ich wollte gerade schreien, so, wow, ist das da unten eine Terrasse oder was? Das sind immer die eindeutigsten Zeichen, meiner Meinung nach. Und da rutsche ich auch gleich aus. Wenn da wieder so lang dahergehende Terrassen kommen wieder. Diese Stufen, die sind ganz oft bei diesen Burghängen eingebaut. Bei diesen alten Anlagen. Gehen wir mal hin. In dem Moment, wo ich losjubeln wollte, boah, was ist das denn? Hat es mir auch schon den Boden unter den Füßen weggerissen. Das sind halt diese Dinge, ihr müsst vertrauen im Leben. Wenn ihr eure innere Verbundenheit habt und spürt und wahrnehmt, hört auf die Stimmen, die sagen, geh da nicht hin. Auf die Stimmen, geht da hin und so weiter und so fort. Das ist ganz wichtig. Denn wir haben ja eben schon, oder vorhin, als wir in die Anlage hineingegangen sind, war ich auch schon auf diese Terrassenstufen aufmerksam gemacht, die immer wieder auftauchen bei solchen Anlagen. Das ist manchmal auch gewesen, dass dort einfach dementsprechend auch nochmal vielleicht so ein kleiner Wall, Palisade oder ähnliches dann darauf errichtet war, um natürlich hier im ersten flachen Bereich auch erste... Es ist so geil, ihr müsst immer auf euch hören, Leute. Ihr müsst immer auf euch hören. Ihr müsst immer auf euch hören. Schaut euch das an. Es geht hier einmal so drumherum jetzt. Und dann weiter nach unten. Da unten ist natürlich der flachste Teil. Man kann jetzt davon ausgehen, dass dort, je nachdem, wie man den Meeresspiegel simuliert, ich schätze mal, das sind ja fast... Naja. Ja, wir sind auf jeden Fall fast 40 Meter über dem Boden dort unten. Schätze ich jetzt einfach mal so genau. Ne? Können auch nur 35 sein, aber ich sag mal so 40. So ein Familienbauhauskran, der 20 Meter, 25. Ja, 40. Wir sind ungefähr auf 40 Meter. Und hier begegnet uns also diese erste Stufe im Hang als Befestigungszusatz für das, was dort oben sowieso war. Und dort hinten habt ihr ja auch gesehen, habe ich ja gesagt, wir waren ja vorhin an dieser Lippe, die hier vorgeht. Ja, da haben wir auch die Häuser da unten gesehen. Da haben wir gesehen, dass vor allem dort hinten auch wieder solch eine Terrasse war. Und das ist natürlich intelligent. Also sage ich jetzt einfach, ich würde es nicht anders designen. Man könnte meinen, dass man in früheren Zeiten da schon mitgesprochen hat, wie was irgendwo irgendwie zu machen ist. Ne? Das kann man natürlich auch sagen, oh hier, das ist ja ein alter Waldweg und so weiter und so fort. Ja, alles möglich. Beides ist möglich. Aber ihr habt ja beim Eingang gesehen, dass das kein Waldweg war an diesem Stück. Und dass eben das Gelände hier sogar noch steiler abfällt als an diesem Hang dort eben schon. Und das kann man natürlich ganz einfach befestigen. So, wir sind jetzt wieder hochgekommen und jetzt seht ihr mal hier so den nördlichen Blick
raus auf das flache Harzer Vorland. Könnt ihr euch vorstellen, was das hier für ein wichtiger strategischer Punkt war. Hier so außerdem aus einem, an einem Berg vorgelegen, vor den Harzen des Berges, ein Vorläuferberg, der so geformt und beschaffen ist, wie es ihn kein zweites Mal gibt am Harz, so vorliegend, vor den eigentlichen Harzer Bergen. Ja, denn hier vorne geht es natürlich gleich wieder steil runter, genauso wie da unten. Wir kamen ja eben da unten von der Landlippe, über die man dann sozusagen so herum segeln musste, bis in dieses natürliche Hafenbecken. Das geschützt war natürlich auf dieser Ost-Süd-Seite, bis in die Südseite, bis hinter das ganze Ding drumherum. Und das muss man natürlich wissen. Unsere Ahnen, als sie hier sich... Da hinten die Harzer Berge, die sieht man gar nicht in dem Nebel. Dort hinten wären jetzt erst die Harzer Berge, einiges weiter dort hinten, vorlaufend. Und unsere Ahnen, die ja damals bei der Flutkatastrophe, bei der Sintflut sozusagen, oder es gab ja mehrere Sintfluten immer wieder, sich hier an diesem hohen Gelände wiederfanden als ja, verstreute Stämme, die sich wieder sammelten und ihre eigenen verschiedenen ja, Nuancen ihres Glaubens oder Splitterheiten des einzelnen Individuellen, was sich aufbaute, auch der Verlust von Wissen natürlich schon einhergehend hier, sich wiederfindend auf diesen Anlagen und wissend, dass es auch eines Tages sozusagen auch wieder nach diesem Sturm wieder eine Ruhe geben wird und auch irgendwann wieder aus dem Wissen heraus diesen zyklischen Epos wieder aufblühend von Vergessen, Krieg, Leben, Wissen, wissend lebend. Und ja, das Ganze ist an sich einfach schon imposant, wenn man sich einfach nur vorstellt, hier wären jetzt keine Bäume, sondern nur diese Wiese sozusagen. Und es wären nur diese markanten Landkanten, wie diese Landzunge, die wir eben im letzten Einblick gesehen haben, da unten runter. Und hier wären meinetwegen sozusagen nur Signalhörner und all sowas, die man aus Bronze und anderen Metallen, zum Beispiel, so wie ich es gerade in einer Vision meine ich gesehen zu haben oder euch jetzt ausdrücken zu wollen, dass hier auch Töne sozusagen getönt wurde auf solchen Bergen wie dem Sumerberg, ja, für die Harzer Vorberge da. So wie zum Beispiel dort natürlich der heutige genannte Hahnenberg liegt dort hinten. Den sieht man jetzt nicht im Nebel, aber der hat seine sehr markante Form. Und das H davor, aber natürlich haben wir auch wieder den Ahnenberg. Und alles dies ist natürlich phonetischer Klang. Klang, der sich im Laufe der Zeit veränderte und natürlich bei den Menschen dann auch mit der Zeit entfiel. Wir wissen, wie viel Wissen innerhalb von einer Generation entfallen kann und wie sehr die Menschen anfangen darunter zu leiden, dass sie Dinge nicht mehr wissen. Und wie schnell der Urenkel oder der Enkel nicht mehr weiß, was der Opa noch wusste, wie der Berg eben hieß. Und da sich meistens immer nur Klang übertrag in der Erinnerung, das ist der Ahnenberg, der Ahnenberg, der Ahnenberg. Auf dem wurde auch getönt und irgendwann war es der Hahnenberg auf dem Kereid, dem Krähen im Alten, dem Kereien einherging und man sich hier auch von Stamm zu Stamm zutönte. Mit alten germanischen Luren, wie sie aus der Bronzezeit natürlich bekannt sind. Und vielleicht werde ich das mal hier mit einblenden, wer germanische Luren noch nicht kennt. Teilweise bis zu 5000 zurückdatiert. Wie ein Weg. Immer spannend. Hier oben ist natürlich auch wieder flaches Gelände. Und hier sehen wir auch wieder, was das für unsere Ahnen hier einfach für ein wichtiger Ort war. Dort hinten sieht ihr aus Teil 1 diese ganzen Brandhalden, diese ganzen Aufbereitungshalden von dem alten Bergwerk. Das sind alles 30, 40, 50 Meter hohe Berge, die da vom Bergwerk aufgetürmt wurden, ne? Von der Erzaufbereitung. Weil hier 30 Millionen Tonnen aus dem Rammelsberg rausgeholt wurden. Und über den Rammelsberg will ich noch gar nicht so viel sagen. Aber Ram ist natürlich auch eine Person, die in der Bibel vorkommt. Natürlich so wie auch in allen indischen interessanten Geschichten.
Und Ram sind ja auch gewisse Laute von gewissen Chakrenzentren. Ja. Ja. Und Ram ist auch aus der Bibel eine Person, die aus der Blutlinie Jesus Christus entsprungen war. Das wissen wahrscheinlich auch nicht viele. Aber so ist es halt nun mal alles geschrieben. Ja, aus dem Stamme Davids. So. Haben wir schön einen Blick darunter und dann können wir uns nochmal denken, wie das Meer hier liegt und hier rumgeht. Und ja, das war hier alles mal sehr viel nasser. Denn allein in der Eiszeit, sagt man ja schon, über Braunschweig lagen 500 Meter Eis. 400-500 Meter Eis. Also Süßwasser auch. Weil hier sowieso Süßwasser war. Das Leben war nicht so salzig, wie es eben heute so manchen als Leben auch ein bisschen mit bitterem Beigeschmack erscheint, das Leben. So war eben auch früher einst das Leben wärmer und süßer hier. Und so, ihr Helden, wir kommen jetzt so langsam auf den höchsten Teil dieser Nordflanke hier. Hier hinter geht es natürlich, wie dort unten gesehen, auch genauso steil bergab. Und wir merken jetzt den Wetterwechsel so langsam. Es wird windig. Vielleicht hört man das Rauschen schon wieder auf der Kamera. Ich fühle mich schon wieder wie an der See. So. Ja. Offiziell hat man hier ja am Suttmar Berg sehr viel Stein für das später entstandene Goslar in den Niederungen abgebaut. So sagt man, sind die großen Wallanlagen, Zwinger und so weiter, alle aus dem Sudemeer Bergstein hier gebaut oder eben auch weggeholt worden. Denn ja, wir sprechen ja ganz klar von verschiedenen Epochen, die hier zu verschiedensten Zeiten gelebt haben. Wir sprechen hier fast von Dimensionen, die dazwischen liegen, vom menschlichen Bewusstsein, wie das Ganze nachvollziehbar wird. Das Bewusstsein. Wenn wir hier so über die Wiese gucken, dann sehen wir dort hinten im Nebel gelegen die Sendeanlage von nämlich genau Suevemar Festunger Nummer 1. Dort drüben haben wir das erste Video gemacht in Eis und Schnee. Und dazwischen ist ja dieses flache, abfallende Land, so wie es eben nach hier eben dann wieder hinauf geht. Und da drüben war eigentlich nur, ja, meiner Meinung her, sogar der, ja, man will es nicht sagen, unbedeutendere Teil. Aber diese beiden Seiten des Berges, die ja durch dieses Tal fast miteinander getrennt sind, obwohl das Tal auch immer noch sehr hoch liegt, fast so wie ein Wall im Wall, ja, kann man natürlich sagen, dass das hier oben mit der Nordseite zum Meer einfach eine viel bedeutsamere Gegebenheit war. Auch die Energie ist ganz anders, fühlt sich hier ganz anders an. Da drüben ist es halt auch sehr belastend, da drüben sind auch viele Menschen gestorben, da drüben also auch wirklich mal eine Schlacht am Schlachten stattgefunden. Das haben hier auch schon mehrere, ja, medial begabte Leute so bestätigen können. Und diese Bestätigung kommt halt immer wieder. Hier geht ein Pfad lang. Gehen wir mal gucken, was der Pfad mit uns macht. Ob wir weinen oder ob das Herz lacht. Und ja, hier will ich das jetzt weitergehen. Nein, aber ihr wisst ja, wie steil es da bergunter geht. Aber was ich ja sagen will, die Steine wurden hier abgebaut. Später hat man das ganze Goslar mit diesen Suttmar Bergsteinen überwiegend gebaut. Aber es haben ja auch andere Berge an ihrer Größe. Naja, der Berg hat jetzt nicht an seiner Größe verloren hier, aber zum Beispiel der Kattenberg war einst viel, viel größer und da hat natürlich der Stamm der Katten gelebt. Der Katten, das war ja aus Nord- und Niederhessen, dem heutigen Nord- und Niederhessen ein Stamm. Oder die, mit K, man schreibt sie auch mit CH, die Schatti oder Schauken oder Kauken. Ja, und das war ein Stamm aus Nordhessen und der war auch hier bei Goslar. Sowieso am gesamten Nordharz sind überall die Kattenberge, denn dort war dann wieder ein anderer Stamm vertreten. Aber zu diesem Berg und diesen anderen Sachen kommen wir natürlich wann anders. Aber dieser Berg, dieser Kattenberg, der ist längst nicht so groß wie der hier. Das ist eigentlich nur ein Hügel um Goslar herum gelegen. Und dort war natürlich
ein Steinbruch. Und man hat einen Teil dieses ganzen Berges sozusagen weggenommen. Und auf alten Karten findet man dort sogar noch eine Burg angelegen, von der ich auch noch nie was gehört habe. Aber es gibt halt wirklich Karten, auf denen steht nichts. Und es gibt so alte Militärkarten oder ähnliches, die sind teilweise im Internet zu finden. Und da findet man halt sehr bedeutsame Sachen. Ich finde das Gelände hier einfach oberhammermäßig mit dieser Kante. Ich war hier auf dieser Wiese, ich war noch nie hier. Aber dort vorne sehen wir also auch schon wieder diesen Geländewechsel. Hinabgehend, mit Sicherheit nicht so wenig eben. Und dass dieses Gelände hier oben eigentlich eine Anlage für sich war, wenn wir das jetzt mal vermessen mit der Hand. Rumlaufen, rumführen, steil, 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 runterlaufend, runtergehen bis an die Kante und wieder hinaufführend über den Teil, über den wir eingetreten sind. Ich werde das mal auf eine Karte zeigen. Karte zeichnen, wollte ich eigentlich sagen. Ja, und dann habt ihr hier zwei Anlagen auf diesen Bergen mit noch genug Wiese und allem dazwischen, um selbst Eigenvieh zu haben. Und je nachdem, wie der Meeresspiegel halt war, lag da eben auch die schmale Landverbindung zu dem Rest von dem heutigen Ohlhof, Jürgen Ohl und vor allem dem Georgenberge. Denn der Georgenberg ist ja auch ein Berg bei Goslar, der ja, Georg, der Drachentöter, eigentlich dem Stamm, oder man sagt die Stämme, den ja auch der Siegfried angehörte sozusagen. Die waren ja auch hier auf den Bergen bei Goslar drumherum. Denn die Berge heißen ja alle so, man kann es ja alles zurückführen. Denn an allen wichtigen energetischen zentralen Versammlungsorten, wie es hier eben einer war, aufgrund der Geschichte, die ich euch hier erzähle, mit dem letzten Posten auf das Nordische Meer, die Svedemar, weil bis Skandinavien hoch nur Meer war, wenn man das eben anschaut, konnte man hier auf die See hinaus blicken und man steht hier am Berg und man kriegt richtig fühlen, wie man sich hier versammelte, ob hier jemals eine Mauer war oder nicht. Im kleinen Ausmaß, wenn überhaupt da. Nichts Riesiges oder Gewaltiges oder so. Ganz einfache Sachen waren das. Ja. Die Mauer war der Mensch selbst. So wie es im Sparta ja auch beschrieben war. Sparta war ja auch ohne Mauern gesichert, weil die Menschen da ja, in diesem ja, militärisch ausgerichteten Charakter gewisse Männergruppen ja, sich so eisenhart trainierten, dass sie sagten, wir sind die Mauern selbst unserer Stadt. So sollte Sparta ja keine Mauern haben. Gehabt haben. Und auch die Spartaner beschreibt man in alten Schriften ja ganz besonders. Menschentypus, nämlich nordisch und die Vergötterung der Frau als höchstes Gut und die ganzen Regeln, die da so galten und waren, sind ja auch höchst interessant, wenn man sich damit beschäftigt. Ja, und wo lagen die Spartaner eigentlich? Im Hellenenland. Wo ist eigentlich das alte Hellenenland wirklich gewesen? In der Warmzeit, wo das Mittelmeerklima nachweislich, wie unsere Wissenschaft sagt, vor 700 Jahren am Harz erst endete. Also das Mittelmeerklima, wo hier natürlich auch die ganzen Harli-Berge sind, was ja übersetzt von Hartling kommt, was Wein bedeutet, weil wir immer noch die alten Weinberge bei Thale und so ähnlich auch immer noch haben. Wir haben ja viele Wein gehabt früher und viele Kräuter, die sonst eigentlich auch nur aus dem mediterranen Bereich entsprangen und kamen. Und wenn ich hier oben bin, ich fühle mich hier halt auch, ich habe ja auch viel Zeit in Hessen da unten verbracht, wo man dann weiter im südlichen Hessen angeblich dann auf einmal Kälte war, ne? Also Kälte, gleich hinter den Katten sozusagen, dann die Kelten lebten und ja, natürlich nicht miteinander sprechen konnten oder sich mit Händen und Füßen miteinander verständigen konnten. So sagt man uns das ja teilweise, was ja aber definitiv so nicht stimmt. Die Luft ist schon herrlich hier oben, aber der ganze Lärm, der da unten von der Bundesstraße kommt, das ist natürlich ein anderer. Anders als diese Freiheit, die ich hier eben auf diesem Berg hier oben noch spüre. Und ich glaube, hier muss ja noch öfters herkommen. So auch bei gutem Wetter und klarer Sicht. Aber für heute soll mir das erstmal reichen. Ja. Und man braucht gar nicht denken, dass das Gelände jetzt hier irgendwie flach weiterläuft oder so. Das ist ganz und gar nicht der Fall, denn vorne an dieser Kante geht es wieder ziemlich abrupt und steil bergab. Da vorne ist aber ein Zaun, da gehe ich jetzt erstmal nicht mehr rüber. Das zeige ich euch aus einer späteren Perspektive noch. Und ihr habt von hier dann wieder dieses Bumm bis nach da unten. Dort hinten war aber eine verbundene Landzunge. Die sieht man noch, das höher gelegenes Land. Da kommt ihr dann zum Kattenberg und zum Georgenberg, all diese Hügel drumherum. Die wir später natürlich noch in anderen
sehen, benennen wollen. Ja. Ich gehe jetzt mal da vorne hin, mach mal aus und dann zeige ich euch gleich noch die Geografie dort. Ja, hier nochmal die Ansicht von unten. Jetzt dort hinten, wo das weiße Haus ist, waren wir oben im Wald. Und hier sieht man jetzt diese Terrassen, von denen ich gesprochen habe, wie sie dort entlang laufen. Bis hinten, dort hinten war der Einstieg über die Wiese, die wir gemacht haben. Und da habe ich schon auf diese Terrassen hingewiesen, zufälligerweise. Da habe ich ja gesagt, guck mal hier, wie diese Terrassen in diesem Wall aussehen, wie sie hier rumlaufen. Und es ist also nicht auf der Seite genauso auf der Wiese des Bergs umherlaufend, nicht nur hier. Und hier könnte man ja noch behaupten, okay, das könnte so ein, ja, einfach eine, ja, eine Terrassenweg oder, naja, manch einer würde sagen Waldweg, aber der war ja komplett zugewachsen, wie ihr gesehen habt, ne? Der war ja verwuchert, das ist ja kein moderner Waldweg mehr, das war ja einfach eine Terrasse. Und hier geht es also dann so um den Berg drumherum. Somit erkennt man diesen Berg hier halt als, ja, komplette Einheit oder Anlage mit dem dazwischen gelegenen Tal und den Blick auf die Harzer Berge dort hinten. Und da erkennt man halt auch die Wichtigkeit dieser Anlage eben. Und wenn ich was erkennen würde in dieser Zeit und wüsste, ich hätte hier oben was drauf gemacht, wegen der Wichtigkeit dieser Anlage. Das spürt man eindeutig. So, hier seht ihr nochmal, dort sind wir in die Anlage am Anfang des Videos reingegangen, haben den Berg komplett von oben umrundet. Die Nordseite, dies ist die Ostseite, sind eben von dort wiedergekommen. Und das war die große Anlage. Auf dieser Seite seht ihr den oberen Teil. Dort oben ist der Mast. Dies war die kleinere Anlage, die sich nur auf diesem Teil des Berges befand, natürlich getrennt durch diese, ja, Wallschlucht, die dort im Wald bis zur Bergspitze verläuft. An den anderen Seiten ist sie natürlich geschützt durch die steilen Abhänge und nach hier vorne auch. Und hier vorne im Vordergrund lag also diese angebliche, ja, kleine Sudburg, die ja natürlich sozusagen auch nur so eine, ja, Hafen- oder Strandbefestigung hier gewesen sein könnte. Von der sieht man heute genauso wenig, wie man sagen könnte, dort oben wäre etwas. Könnte man sagen, ja, ihr seid da bekloppt, hier ist nichts. Wo soll da was sein? Aber hätte man nicht gewusst, dass diese Fundamente sich unter anderem auch hier in diesem Boden befanden, so sieht man heute auch nichts mehr davon. Und ich sage ja, wenn man sagt, diese Anlage wäre 1000 Jahre alt hier unten, wie man offiziell sagt, dass diese Anlagen da oben älter sind. Um einiges älter. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Und bis bald. Ja, ihr Lieben, hier, wo ich jetzt gerade mit dem Mauscursor bin, da unten liegt noch unter Wasser die später wichtige Sudburg. Denn dort war dann ja ein, als es später trocken wurde, das Land, nur noch ein Sumpfgebiet, weil dort Abzucht und Oker zusammenflossen. Von dort kam die Oker und die Abzucht von hier. Und deshalb musste diese Furt, die dort lag, gesichert werden. Und wir sind dann über diesen Weg, der dort befestigt ist, hinaufgegangen und in die rechte Anlage hineingegangen. Und in der rechten Anlage, wo wir über die Wiese und dann den Wall hineingegangen sind und das höhere Gelände, sind wir dann zunächst weitergegangen, dort hinten, wo auch das Horn lag, in das wir hinabgestiegen sind, wo die Rehe waren. Genau. Und von dort aus habe ich ja noch erklärt, dass dieser Teil, der da so schön hinausragt und nicht steil abfällt, nach vorne, weil an der anderen Kante, wo ich jetzt bin mit dem Mauscursor, sind wir ja hinabgegangen und da bin ich ja ausgerutscht und da war dann die untere Terrasse. Und das ist ein ganz anderes Gelände. Das hat man sehr gesehen, wie dieses Horn da gerade stark befestigt sich ergab. Und hier oben ist die obere Anlage, in die wir hineingegangen sind. Kurz davor hatten wir die germanischen Luren gehört, die auch von dort einst getönt haben, natürlich als energetischen, ja, Beiklang für das, was wir dann natürlich auch spirituell betrieben haben. Und es gab natürlich immer so verschiedene Aspekte von solchen Anlagen. Hier in Anlage 1 habe ich vor allem auch die Wahrnehmung, dass dort auch viel Viehbetrieb drin stattgefunden hat. Also dass man das Vieh, was auf dieser ganzen Höhenanlage auf dem Wiesen auch war, eben dort reingebracht hatte, eben auch zum Schutz oder über Nacht, denn das musste ja auch irgendwo sein, ne? Man hat ja auch getrieben und Vieh gehalten. Deshalb war die erste rechte Anlage, die Nordanlage, die militärische Anlage und die zweite Anlage nur oben und der Kernburg
sozusagen diese Anlage. Dort waren besonders viele Pferde, mit denen man damals hinabreiten konnte, über den heute noch vorhandenen Weg vom Suttmarberg hinab. Da kommt dann der Georgenberg und dort liegt oder lag schon der alte sächsische Kaiserhof, denn die Kaiserpfalz lag da einst auf dem Georgenberg vor 1000 Jahren noch, offizielle Geschichte. Und der Kattenberg gleich nebenan war die nächste Festung. So sind dort auch wieder militärische Festungen gewesen, zu gewissen Zeiten und auch vor 1000 Jahren. Und am Petersberg, der ja auch komplett ummauert war, als Kloster später umfunktioniert, ja, die hatten ja alle Mauern drumherum, war auch eine militärische Festung von einem anderen Stamm, wieder bereits dort genannt. Und so konnte man über diese Anlagen natürlich diese Meereseingänge und diesen natürlichen Hafen besonders gut sichern von beiden Seiten. Wie ihr gesehen habt, da unten links der Mauscursor, wo nur noch Berg steht, dort war eine Anlage und dann hier auf dem Sudemeerberg natürlich beide Anlagen. Wobei die Nordanlage, die meiner Meinung nach militärisch wichtigere war, aber beide waren militärisch ausgerichtet, zusammen mit dem ganzen Vieh und Pferd, was man dort alles zusammen so eben gehalten hat. Ja, und natürlich ist das zu verschiedenen Epochen hier passiert. Natürlich waren diese Anlagen so vor 1000 Jahren nicht mehr so wirklich vorhanden, die oberen hier auf den Bergen noch im geringen Ausmaß. Man hat ja die ganzen Steine auch zum Stadtbau von Goslar benutzt. Ja, so sagt man ja zum Beispiel die ganzen großen Sudemeer-Bergsteine, die wurden ja offizielle Geschichte vom Suttmarberg für den Zwingerbauwall und so, ne, diese großen Türme, die wir auch noch in Goslar haben, benutzt. Ja, aber man muss auch nicht unbedingt mit Stein bauen. Ich zeige euch jetzt noch eine Methode, wie man mit Holz lebendig gebaut hat, lebendige Wälle gebaut hat und Mauern aus Holz, die auch sehr massiv waren, die nicht so leicht zu überwinden waren, dazu natürlich auch noch hochenergetisch, und auf verschiedenste Art und Weisen, ja, von uns natürlich intelligent mitgenutzt hat. Und das können ganz einfache, ja, gärtnerbegeisterte Menschen einfach wieder nachvollziehen heutzutage, wie man das gemacht hat. Damals natürlich noch mit einem ganz anderen Wissen, mit Frequenzen und Energetik, zu wissen, wie man das Ganze eben auch lenkt und leitet und daraus massive Dinge bauen kann. Ganz einfache Gärtnermethode. Heute zeige ich euch jetzt gleich sozusagen in den nächsten Bildern. Alles Liebe euch, bis gleich. Ja, schaut hier mal. Man kann nämlich sehr wohl mit einfachen Baumarten wie Weide, die ja allgemein als Weichholz gilt, aber unglaublich wüchsig ist, also wüchsig, extreme Formen bilden, die ineinander verwachsen. Hier sieht man diesen lang gereihten Palisadenwall, der immer wieder austreibt, egal was ihr damit macht. Es ist auf der einen Seite ein Nutzwerk, es ist energetisch und es kann ganze Wälle bilden. Denn dieses Holz verwächst immer mehr. Man kann das gucken bei Google, wie da ganze Wände entstehen mit Löchern, mit Gucklöchern und mit allem. Und das können wir mit unserem heutigen normalen Gärtnerwissen schon tun. Was konnten wir damals tun mit dem natürlichen Rohstoff Holz? Man musste keine Palisaden errichten und Holz fällen. Man konnte sie pflanzen und immer wieder neu. Und dies ist nur eine Reihe. Der hat nur versucht, einen Raumschutz zu erstellen von seinem Garten. Was kann man erstellen, wenn man wirklich etwas erstellen will, was auch unüberwindbar sein soll. Und da sind der Fantasie natürlich auch alle freien Wege gesetzt. Wenn wir hier sehen, was zum Beispiel große Weiden eben halt auch für Hindernisse bilden können, wenn man weiß, wie man dort eben auch noch mit Frequenzen und mit anderen naturganzheitlichen Dingen zusammenarbeitet, dann waren wir mit Sicherheit auch eine Kultur, die auch mit lebendigem Holz sehr viel mehr bauen konnte, als wir nur zu erahnen mögen. Dies gilt zu, ja, verfeinern oder auszuprobieren. Ich tue es auf jeden Fall. Alles Liebe euch, habt eine schöne Zeit. Bis bald.